hattest du bestimmt auch die Mobile-Hausschuhe, ne? Ja. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Die schrägen 50er Jahre waren das. Und man kann ja sagen, dass jede Zeit seine Musik hat und jeder Zeitgeist seine Halbwertzeit. Nicht so du. Kult wie eh und je. Wir wissen es, wir haben hier gedreht auf der Reeperbahn. Freddie Quinn war umlagert von Fans. Du hast alles an Preisen, an Auszeichnungen eingeheimst, was es je gegeben hat. Ich bin trotzdem fast sicher, dass dir kaum eine sympathischere, hübschere, talentiertere Frau zum Geburtstag gratuliert hat, als diejenige, die jetzt hier gleich auf der Bühne stehen wird. Sie begann ihre Karriere auch in Hamburg im Phantom der Oper. Hier ist Anna-Maria Kaufmann. Anna-Maria, ich weiß, dass du fast alles erlebt hast, musikalisch natürlich. Und wenn du mir einen kleinen Wunsch erfüllen würdest, ich würde gerne mit dir ein kleines Duett singen. Und zwar, ich weiß, du machst Musical, aber du hast auch Operette gesungen. Und Oper auch. Und Oper natürlich. Das ist, da wage ich mich nicht ran. Also. Oper ist ein Tick zu viel, das bist du. Aber wie wäre es mit einem kleinen Lied? Unser Generalmusikdirektor aus Warschau, Mr. Kazimierz Krzyża. Ein Applaus. Der wird uns begleiten. Lippen schweigen, flüstern Geigen, hab mich lieb. All die Schritte sagen bitte, hab mich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich mir's beschrieb. Er sagt klar, s'ist wahr, du hast mich lieb. Bei jedem Walzerschritt tanzt auch die Seele mit. Da hilft das Herz im Grün, es klopft und pocht, sei mein, sei mein. Und der Mund, der spricht kein Wort, macht etwas fort und immer fort. Ich hab dich ja so lieb, ich hab dich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich mir's beschrieb. Er sagt klar, s'ist wahr, s'ist wahr, ich hast mich lieb. Ich hab nicht.